aufgrund der Leistungen, die sie das letzte Halbjahr gebracht haben oder viel weniger oder mehr nicht gebracht haben, muss ich Ihnen sagen, dass sie das Halbjahr nicht versetzt werden. Also sie haben zwei Klausuren mit 0 Punkten geschrieben, sie haben zu viele Unterkurse in den anderen Kursen. Das sieht nicht gut für sie aus. Was machst du denn da? Nichts. Na, sag doch. Nichts, geht dich nichts an. Heulst du etwa oder was ist los? Nein, ich heule nicht. Das ist doch alles deine Schuld. Es ist nicht meine Schuld. Oh doch. Nein, es interessiert doch so oder so niemanden, ob ich jetzt hier bin oder nicht. Tja, da hast du wahrscheinlich sogar recht. Dann ist das so. Dann hast du mich halt erwischt. Sicher? Ich brauch dich eh nicht mehr. Verpiss dich doch einfach. Liebe Alice, dieser Brief ist für dich, als Ende von etwas Altem und Beginn von etwas Neuem. Ich verließ dich und deine Schwester vor 10 Jahren an deinem Geburtstag. Damals wurdest du 8 Jahre alt und heute 18. Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Ich hätte nicht einfach so verschwinden dürfen, doch ich machte dich für den Tod deines Vaters verantwortlich. Er fuhr nochmal los, um dir dieses Plüschtier zu kaufen. Was war es noch? Ein Hase. Ein kleiner schwarzer Hase. Doch als dein Vater nicht zurückkehrte, da wusste ich, dass ihm etwas zugestoßen sein musste. Er verstarb noch vor Ort, in unserem Auto, verwickelt in einen tödlichen Verkehrsunfall. All dies aufgrund eines Plüschtierhases, den du dir so sehr gewünscht hast. Ich erinnere mich noch an die Nacht an diesem Tag. Als ich im Bett lag und weinte, da starrten mich deine großen braunen Mandelaugen an und fragten mich, Großpapi, weißt du, weil er noch nicht gefunden hat, Mami? Ich werde ihn für dich suchen. Dann kann er wieder nach Hause kommen. Und da standest du. So ein kleiner Mensch, den ich hasste. Du hattest mich die Liebe meines Lebens gekostet.